Super, das ging ja schnell. Ich würde vorschlagen, wir starten. Herzlich willkommen zum Panel Smart Data 2025. Ich freue mich, dass es so voll ist hier und ich freue mich auch ganz besonders darüber, dass wir eine großartige Panelbesetzung haben. Herzlich willkommen Malte Spitz, Susanne Demel, Rena Tangens und Dr. Peter Langkafel. Bevor wir mit der Diskussion starten, möchte ich Ihnen noch kurz die einzelnen Teilnehmer vorstellen. Ich bin Julia Kläuber, arbeite für die Open Knowledge Foundation und freue mich, heute ganz viele Fragen stellen zu können an unter anderem Malte Spitz, Autor, Aktivist und Politiker, Sprecher der Bundesgemeinschaft Medien- und Netzpolitik, Bündnis 90 Die Grünen. Er hat 2014 ein Buch mit dem Titel »Was macht ihr mit meinen Daten?« veröffentlicht, wofür er sich auf eine Expedition begeben hat, um der alltäglichen Verdatung unseres Lebens auf die Spur zu kommen. Dann neben mir Susanne Demel, Mitglied der Geschäftsleitung des Bitkom e.V. Sie verantwortet dort die Themen Vertrauen und Sicherheit. Für den Bitkom ist Susanne Demel auch als stellvertretende Vorsitzende des Vereins Selbstregulierung Informationswirtschaft sowie bei Deutschland sicher im Netz e.V. aktiv. Dann nochmal zu meiner Linken, Rena Tangens ist Mitgründerin und Teil des Vorstands des Vereins Digital Courage. Sie ist Datenschutzaktivistin und Künstlerin. Der Digital Courage e.V. setzt sich seit 1987 für Grundrechte und Datenschutz ein. Auf ihrer Webseite schreiben sie, wir sind technikaffin, doch wir wehren uns dagegen, dass unsere Demokratie verdatet und verkauft wird. Der Verein verleiht jährlich die Big Brother Awards. Das ist ein Negativ-Award, der an Firmen, Organisationen und Personen verliehen wird, die in besonderer Weise und nachhaltig die Privatsphäre von Menschen beeinträchtigen oder persönliche Daten Dritten zugänglich machen. Dann begrüße ich auch noch Herrn Dr. Peter Langkafel. Er ist CEO der Healthcubator GmbH, der erste deutsche Inkubator für neue Ideen im Gesundheitswesen. Er ist auch Landesvorsitzender des Bundesverbands Medizininformatik und war 8 Jahre bei SAP als Industriedirektor im Bereich Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor tätig. Eine bunte Runde, die wir hier haben. Und in den nächsten 45 Minuten, was relativ kurz ist, deswegen müssen wir uns kurz fassen und prägnante Statements bringen. In den nächsten 45 Minuten wollen wir dazu diskutieren, was Daten in 10 Jahren können, wie sich die Wertschöpfung durch und mit Daten verändern wird und welche Rolle Menschen und Unternehmen einnehmen werden. Daten zu sammeln, zu kombinieren und zu nutzen wird immer leichter, unter anderem, weil wir jeden Tag eine Menge produzieren. Alles in der digitalen Welt hinterlässt Datenspuren, wird messbar. Bringt das neue Erkenntnisse? Ist alles nur ein Hype? Braucht es digitale Staudämme? Ich freue mich auf die Diskussion und falls Zeit bleibt, möchte ich auch noch Sie hier im Publikum einladen, mit uns mitzudiskutieren. Und ich starte direkt mit der ersten Frage, wo es um das Thema Datensparsamkeit versus Datenreichtum geht. Sie alle sind wahrscheinlich vertraut mit dem Konzept der Datensparsamkeit, wo es darum geht, Maß zu halten und sich bei der Datenverarbeitung auf das wirklich Erforderliche zu beschränken. Nun fordert die Bitkom, dass das Prinzip der Datensparsamkeit durch das Prinzip des Datenreichtums ergänzt wird. Und meine erste Frage dazu geht an Frau Demel. Was meinen Sie denn mit Datenreichtum? Ja, also zunächst mal ist das ein schlagwortartiger Denkanstoß, würde ich mal sagen. Einfach dem geschuldet, Digitalisierung geht nicht ohne Daten, geht nicht ohne Datenverarbeitung. Und deswegen haben wir gesagt, wieso sehen wir das nicht mal als was Positives. Also es ist klar, die neuen Technologien funktionieren, je besser, je mehr Daten da sind. Und es gibt unheimlich große Chancen, zum Beispiel die Gesundheitsforschung auf ganz neue Füße zu stellen und ganz viele der Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen, auch in Sachen Umweltschutz, in Sachen Verkehrsplanung, autonomes Fahren, Energieversorgung. Alles, bei allem hilft uns die digitale Technologie und für alles brauchen wir viele Daten, um es richtig hinzubekommen. Und das heißt nicht, dass wir datenreich, also es heißt einfach erstmal, wir wollen das als was Positives sehen und wir stellen gleichzeitig die Frage in den Raum, macht es Sinn, Datenschutz noch hauptsächlich durch Datenvermeidung zu erreichen, sondern müssen wir nicht anders denken und müssen sagen, wir akzeptieren einfach, es fallen viele Daten an, wir müssen auch viele Daten verarbeiten, um diese neuen Chancen nutzen zu können. Und deswegen setzen wir beim Datenschutz
nicht darauf, erstmal gar keine Daten zu erheben, sondern wir müssen uns viel mehr darauf konzentrieren, zu regeln, in welchen Kontexten darf ich dann diese Daten nutzen, wie darf ich sie auswerten, zu welchen Zwecken und zu welchen, welche Vorkehrungen muss ich treffen, welche Schutzmaßnahmen muss ich treffen, was muss ich vorher überlegen und wie transparent muss das geschehen. Also einfach neue Art des Datenschutzes. Auf welche Bereiche fokussieren Sie sich da? Also gibt es einen bestimmten Bereich, wo Sie sagen, okay, da gibt es besonders viel Nutzen? Also ein paar habe ich eben schon genannt. Ich glaube, gerade im Gesundheitssektor gibt es sehr viel Nutzen, weil wir da teilweise auf ganz anderen Datenbasen jetzt unsere Erkenntnisse auch gewinnen können und auch mit ganz neuen Methoden. Man muss vorher nicht unbedingt wissen, was man sucht, um was Neues zu finden, sondern man sucht nach Mustern und gewinnt daraus neue Erkenntnisse. Aber ich glaube, dass gerade auch in Sachen Verkehr, Energie, aber auch wenn man an die Landwirtschaft und die Nahrungsmittel denkt, dass es gibt große Chancen und neue Möglichkeiten in allen Bereichen des Lebens. Okay, also es ist noch sehr vage, klingt aber erstmal ganz gut. Malte Spitz, was könnten da Risiken oder gibt es da Bedenken von Ihrer Seite her? Ich frage mich, ob dieses ganze Heilsversprechen, wenn wir total viele Daten haben, werden die Antworten viel, viel schlauer, ob das überhaupt funktioniert. Also ich glaube, wir blenden viel zu häufig die Qualität von Daten aus. Also ich sage mal, man kann hunderte Millionen Datenpunkte haben, wenn sie eine schlechte Qualität haben, wenn sie den Inhalt nicht transportieren, was ich suche, wonach ich frage, sind sie egal. Und aus dem Grunde fand ich eigentlich auch die Überschrift mit Smart eigentlich viel treffender, weil es geht, glaube ich, weniger um die Anzahl an Daten, nämlich dass man aus allen Lebensbereichen von den tausenden Sensoren, die uns vielleicht in 10, 15 Jahren umgeben werden, am Arbeitsplatz, zu Hause, im Badezimmer, im Auto, ich weiß nicht wo, diese Daten auswerte, sondern es geht, glaube ich, auch darum, wenn es wirklich geht um die Frage der Wertschöpfung, der ökonomischen Wertschöpfung, glaube ich, geht es viel häufiger um die wenigen Daten, die dann aber halt auch so inhaltsstark sind, entsprechende Unterstützung zu geben, sei es beim Arzt eine bestimmte Diagnose zu treffen, sei es bei der Verkehrslenkung die eine Entscheidung zu treffen. Wie gesagt, ich glaube, diese Debatte, wir brauchen doch viel, viel zusätzliche Daten, weil wenn wir total viele Daten haben, dann können das ganz schlaue Algorithmen auswerten und uns Antworten geben, wo wir noch gar keine Fragen für haben. Dieses Versprechen ist für mich mehr ein Versprechen, um seine Technologie zu verkaufen, als wirklich einen konkreten Zusatznutzen zu bringen. Und ich habe halt die große Sorge, dass dadurch einfach unser Alltagsleben so verdatet wird, selbst wenn die Daten vielleicht nicht erstmal auf dem Erstblick aussagekräftig sind, wir sie halt überall hinterlassen und damit quasi unser Alltagsleben digital abgebildet wird, ohne dass man mal sagt, okay, hier möchte ich eigentlich nur für mich selber sein und dann ist man trotzdem quasi abgespeichert, weil irgendein Sensor im Zimmer gerade spürt, dass ich atme. Sie haben sich ja auf diese Datenexpedition begeben. Gab es da irgendwie einen großen Aha-Effekt, so viel, wo Sie viel gefunden haben? Oder war Ihnen durchaus bewusst, was da alles über Sie gesammelt oder bereits ein Bestand vorhanden ist? Ich glaube, ein Aha-Effekt war wirklich die Qualität teilweise an Daten, die im Gesundheitsbereich schon vorliegen. Also was ich von meiner Krankenversicherung bekommen habe, einfach an Inhalten her, und ich mir dann vorstelle, dass die Techniker Krankenkasse diese Daten von 4,2 Millionen Krankenkassenmitgliedern für 3, 4, 5 Jahre speichert und das letztendlich eine abgespeckte Form meiner Krankenakte ist, von allen Ärzten zusammengefasst. Das war schon, wo ich zweimal am Schlucken war, weil ich mir denke, wenn diese Daten aus irgendwelchen Gründen verschuldet oder unverschuldet abhanden kommen und wie Daten von großen Banken, Versicherungen, von staatlichen Stellen irgendwo im Internet auf einmal auftauchen, holla die Waldfee, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und was ich festgestellt habe, dass wir uns immer nur aufs Internet
konzentrieren und im Internet fallen die Daten an und unser Altersleben, da fallen auch ganz schön viele Daten an, wo man es gar nicht so direkt vermutet. Wenn ich fand, die letzten Jahre ging es immer um Facebook, um Google, ich weiß nicht was, die Smartphones. Aber es ist schon an ganz, ganz vielen Alltagsbereichen, wo Daten mittlerweile so aufbereitet und zusammengeführt werden. Wie gesagt, beim Arzt, wenn man fliegt, wenn man sein Zugticket kauft, ich weiß nicht was. Dass da schon heutzutage ganz viele Daten anfallen, die auch zum Teil an unterschiedlichen Stellen dann zusammengeführt werden. Also ich glaube, wir dürfen nicht nur aufs Internet nur so starren, sondern müssen uns mehr unser Altersleben schon anschauen, weil da auch ganz viele Daten schon heutzutage entstehen. Ich finde das Beispiel mit den Gesundheitsdaten interessant. Da sagen Sie auf der einen Seite, Sie sind überrascht, in welcher Qualität die vorliegen. Ich weiß aber zum Beispiel aus einem Interview von Herrn Langkafel, dass Sie da meinten, okay, 50% der Daten sind noch gar nicht wirklich digital erfasst. Da gibt es noch viel zu heben, zu digitalisieren, was ja auch eher für das Datenreichtums, für den Datenreichtum sprechen würde, für das Argument. Ja, also de facto ist es so. Wir sind ja in der Situation, dass wir unser Gesundheitssystem Stand heute überhaupt erstmal digitalisieren. Wenn Sie in ein Krankenhaus gehen, in eine Ambulanz gehen, da ist ja noch ganz viel Papier. Es ist ja nicht so, dass die digitalen Daten überall schon da sind. Erstens. Zweitens, etwa 50% der Daten liegen nicht strukturiert vor, also in Tabellen oder so, wie Sie sie, wie man so schön glaubt, berechnen können, sondern in unstrukturierter Form. Also sprich Text oder Bild. Und wir sind ja im Moment, zumindest im Gesundheitssystem, noch nicht so weit, über neue Technologien unstrukturierte Daten wirklich gut auslesen zu können. Daher kommt dieses Zitat, dass es nicht so ist, dass wir jetzt da schon mit einem Übermaß an sehr, sehr guten strukturierten Daten hätten. Aber, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, würde ich die Diskussion gerne umdrehen. Wer schützt die Daten davor, dass sie nicht benutzt werden? Das ist doch heute für in der Gesundheitsbranche mit Sicherheit die viel wichtigere Frage. Ich will mal drei Beispiele nennen. Arzneimitteltherapiesicherheit. In Deutschland sterben nach einer Studie von 2003 hochgerechnet 50.000 Menschen pro Jahr an unerwünschten Arzneimittelwirkungen. 50.000. Das sind die schlechten Nachrichten. Die guten Nachrichten sind, wir wissen nicht welche. Weil zwar alle Medikamente nehmen, aber wir genau diese Datenchecks nicht durchführen. Da kann ich sagen, die Daten sind alle da oder könnten einfach da sein, aber wir benutzen sie nicht. Erster Punkt. Zweiter Punkt, mal was nicht jeder betrifft, seltene Erkrankungen. Ich habe auch mal kurz in der Allgemeinmedizin gearbeitet, aber da ist es doch so, da kommt jemand mit einem Symptom. Rein statistisch sehe ich das vielleicht ein einziges Mal im Leben. Meinen Sie, ich würde das erkennen? Nein. Weil ich natürlich eine Unterstützung brauche durch einen Computer, der mir hilft, sowas zu erkennen. Seltene Erkrankungen müssen wir zusammenführen, sonst werden wir sie nicht erkennen. Wir brauchen in irgendeiner Form Techniken, zu sagen, hey, lieber Arzt, ich unterstütze dich dabei, etwas Seltenes auch zu erkennen. Und ein dritter Bereich, der betrifft wieder uns alle, der ist schon wieder fast ein bisschen polemisch. Und ich frage das deshalb, weil mich hat neulich jemand gefragt, und das war es wirklich auf die Spitze getrieben, ob das denn nicht schon unterlassene Hilfeleistung sei. Jetzt bin ich kein Jurist, aber ich sage, ich kann das nicht beurteilen. Aber stellen Sie sich mal Folgendes vor. Sie gehen heute, haben Sie den Wunsch, zu einem niedergelassenen Arzt zu gehen. Wie informieren Sie sich, was ein guter niedergelassener Arzt ist im Jahr 2015? Genau. Es gibt ein paar Portale, wo, ich sage jetzt mal, Surrogatparameter primär dargestellt werden. Ist die Bedienung freundlich? Ist die Zeitung nett? Ist es dort sauber? Hat er einen freundlichen Dackelbrück? Hat er sie freundlich gelächelt? Das ist alles wichtig im subjektiven Erfahrung eines Patienten, will ich gar nicht sagen. Aber mich würde vor allen Dingen interessieren, weil ich seit 15 Jahren im Netzwerk evidenzbasierte Medizin bin, macht der eine richtig gute Medizin? Kennt der die Guidelines? Wendet er sie an? Und wenn er sie nicht anwendet, hat er gute Gründe, sie nicht anzuwenden? Und jetzt ist es wieder so, und da gibt es auch ganz gute Daten, die Guidelines sind nicht bekannt, leider, sie werden auch nicht angewandt, auch schlecht. Wieder die gute Nachricht, wir wissen gar nicht bei wem, weil die Daten, die da sind, wir wiederum nicht auswerten. Das ist wieder sozusagen der nächste Punkt, wo ich sage, Leute, denkt gar nicht so sehr daran, an übermorgen, was könnte man da alles mit den Daten noch tun, sondern die Daten, die da sind, lasst uns die doch mal vernünftig versuchen zu nutzen. Und vielleicht noch ein Punkt. Ich glaube, dass der Unterschied Daten, es klingt immer so one size fits it all.
Ich kann da, und ich glaube, wir brauchen da eine andere Gewichtung. Und die Engländer machen das ein bisschen vor, das finde ich noch richtig, noch kein perfektes Modell, dass sie sagen, sie unterscheiden zwischen roten, gelben und grünen Daten. Ich will das mal kurz vor, also in der Medizin, es gibt ein Projekt, wo sie auch Gesundheitsdaten zusammenziehen. Es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, das ist meine persönliche Krankheitsgeschichte mit meinem Namen, Alter, Geschlecht. Rote Daten, geht erstmal nur mich an. Okay. Gelbe Daten, vielleicht, wo ich sage, okay, gebe ich anderen oder in bestimmten Szenarien gebe ich die ab. Grüne Daten könnten sein, zum Beispiel aggregierte Daten. Um Seltenes von Häufigem zu unterscheiden, braucht es ja vielleicht auch so einen Datensatz wie meinen, der ziemlich normal ist. Weil wenn es den nicht gäbe, kann ich ja das Seltene nicht erkennen. Da erkennt man aber nicht, bin ich das, ist es überhaupt einer aus Berlin oder kommt irgendwo her. Das heißt, es ist ein aggregierter Datensatz, den man in irgendeiner Form benutzen kann. Und ich glaube, die Diskussion ist nicht so sehr Daten gut, schlecht, ja oder nein, sondern wie können wir vielleicht verschiedene Levels einziehen, zu sagen, so etwas wird, kann ich vielleicht auch individuell freigeben oder so etwas kann ich auch, möchte ich nicht freigeben. Und da gibt es auch bestimmt persönliche Wahlmöglichkeiten und Präferenzen. Frau Tangens, ja? Wobei ich da nur ganz kurz einen Einwurf machen will. Die Idee widerspricht natürlich oder setzt natürlich voraus, dass erstmal alle Daten da sind und man sich dann darüber auslässt, welche Daten man quasi entsprechend farbig markiert. Sprich, der Datenreichtum wäre dann erstmal zwingend aus Ihrer Sicht. Als Individuum hat man dann noch die Entscheidung vielleicht, wie man sie entsprechend leckt. Aber ich habe gar nicht mehr die Entscheidung zu sagen, ich will nicht, dass bestimmte Daten anfallen von mir und ich dann irgendwie entscheiden muss, wer die wo speichert. Also aus dem Grunde finde ich das nicht so einfach, wie Sie es darstellen, sondern es setzt schon extremst viel voraus. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist und ich habe auch nicht gesagt, dass es heute schon existiert. Es geht mir nur darum, dass es in die Richtung gehen wird müssen, darüber nachzudenken, wie geht man mit solchen Fragen, wem und wie gehören Daten, auch schon heute, wie werden sie zusammengeführt? Natürlich, und deswegen sitzen wir auch hier, müssen wir darüber diskutieren. Und da glaube ich, ist das, was Sie sagen, also Datenschutz und Datenschatz gehören da zusammen. Es hilft nicht zu sagen, wir machen alles wieder analog. Das erinnert mich immer daran, solche Diskussionen hatte ich auch. Darf ich vielleicht jetzt, ich musste einfach da denken, ich weiß nicht, ob Sie mal Aufklärungsunterricht hatten im 6. oder 7. Klasse. Und unsere Lehrerin damals hat gesagt, wir so Sechsleser mit roten Ohren, die beste Form der Verhütung ist, Nein zu sagen. Da haben wir natürlich erstmal geguckt. Jetzt kann ich sagen, die beste Form der digitalen Verhütung kann nicht sein, ich bin nicht digital. Da leben wir einfach nicht. Wir müssen da irgendwelche andere Formen finden. Deswegen, klar gebe ich Ihnen recht, die Daten sind noch nicht da, sind auch noch nicht alle vorhanden. Aber in irgendeiner Form müssen wir da etwas finden. Vielleicht noch ein letzter Punkt dazu. Deswegen habe ich zum Schluss gesagt, wir brauchen auch Wahlmöglichkeiten. Was wir im Moment in der Gesundheit diskutieren, über den gemeinsamen Bundesausschuss und andere Themen, sind ja immer entweder für alle oder für keinen. Machen Sie mal was anderes. Wenn ich hier meinen Socken nehme, mein Geld reinstecke und bei mir im Garten unterm Zaun vergrabe, dann darf ich das. Aber wenn ich mir jetzt mit Number, wie heißt die, Number 26, ein Online-Konto, 23 ist genau, nicht 26, 23, jetzt ein Konto eröffne, das dauert ungefähr 10 Minuten, das kann ich hier jetzt machen und meine gesamten Gelder darüber verwalte, dann darf ich das auch. Es gibt praktisch innerhalb der Digitalität und analog gibt es Wahlmöglichkeiten. Und wir in der Gesundheit müssen gerade auch darüber nachdenken, welche Wahlmöglichkeiten, ich sage es jetzt mal, gibt es und lassen wir vielleicht auch zu. Dieses One Size Fits It All, ich will das nicht, für alle oder für keinen, damit werden wir nicht weiterkommen. Wenn die Daten ihrer Kinder von Allergien nicht abspeichern wollen, irgendjemand zur Verfügung wollen, dann machen sie es nicht. Alle großen internationalen Gesundheitsprojekte haben eine Opt-out-Option, die ich kenne, ob das jetzt in Spanien, in Israel ist. Die Zahl der Leute, die das tun, ist verschwindend klein. Verschwindend klein. Warum? Weil sie selber darüber nachdenken können, okay, was kann passieren? Jetzt weiß jemand, mein Sohn, 5 Jahre alt, hat eine Allergie auf XY. Was könnte der jetzt damit machen? Aber im Zweifelsfall bringt der Arzt, der den im Notfall findet und das nicht weiß, bringt den um. Und dann kann ich für mich als Elternteil möglicherweise sagen, dass er den umbringt, ist mir wichtiger, nicht so wichtig, als dass da irgendjemand einen digitalen Datensatz von meinem Kind hat. Und da gibt es einen Trade-off. Und diesen Trade-off müssen wir diskutieren. Genau, apropos Trade-off. Was ist der Trade-off in Bezug auf Datenschutz, wenn wir über Datenreichtum sprechen? Also ich nehme an, der Digital Courage e.V. ist eher auf der Datensparsamkeitsseite. Was ist so Ihr Standing zu Datenreichtum?
Datenschutzaktivitätsbereichtum und welche Rolle muss oder sollte Datenschutz spielen? Also ich muss erst mal sagen, dass ich die Argumentation recht platt finde. Zu Zeiten, wo die Industrialisierung begonnen hat, hat man uns auch versucht weiszumachen, dass wenn wir dagegen sind, dass die Flüsse dreckig werden und die Luft verschmutzt, dass wir dann auf der Ebene wären, dass wir zurück auf die Bäume wollen. Das wollen wir aber gar nicht, sondern wir wollen, dass das vernünftig gemacht wird. Und das hat einfach sehr viel mit Machtverhältnissen zu tun. Und es werden uns natürlich wunderbare Visionen erzählt, warum wir alles freigeben sollen und warum wir uns selber als Rohstoff sozusagen einer Wirtschaft zur Verfügung stellen sollen. Und es wird uns erzählt, dass das für das Allgemeinwohl wichtig sei und dass wir selber so wahnsinnig davon profitieren würden. Und ich denke, an der Stelle sollten wir das mal sehr kritisch hinterfragen. Zweiter Punkt, es gibt keine belanglosen Daten. Also das mit der Ampel da, rot-gelb-grün, das funktioniert nicht. Und zwar deshalb, weil wir heute noch gar nicht wissen können, welche von den angeblich belanglosen Daten welche andere Bedeutung vielleicht morgen bekommen, wenn sie in einen anderen Kontext geraten, wenn es neue Forschungsergebnisse gibt und deswegen eine Relation hergestellt werden kann zu den Daten, oder wenn sich die Machtverhältnisse politisch ändern oder wenn eine Firma aufgekauft wird, der wir bisher vertraut haben, so ein nettes, kleines, kuscheliges Start-up, was dann von einem der Giganten aufgekauft wird, das ist für die einzelnen Menschen gar nicht zu überblicken. Deswegen ist es recht fahrlässig, dann die Daten einfach freizugeben und zu sagen, ja, das ist schon toll. Noch ein Punkt, Aktiengesellschaften sind dazu da, um Gewinn zu machen. Und Aktiengesellschaften sind nicht dazu da, um den einzelnen Kundinnen und Kunden jeden Wunsch zu erfüllen und in ihrem Interesse zu arbeiten oder gar im Sinne des Allgemeinwohls, sondern Aktiengesellschaften sind zuallererst und ganz klar den Interessen der Aktionäre verpflichtet. Deswegen weigern sich etliche Unternehmen, Steuern zu zahlen, weil sie sagen, wenn wir das nicht alles ausnutzen würden, was es da an Schlupflöchern gibt, dann würden uns unsere Aktionäre verklagen. Und deswegen machen wir das. Und damit ist die Schlussfolgerung klar, wofür werden solche Daten genutzt werden. Wir können jetzt viele Visionen hören, dass das ganz toll wäre zur allgemeinen Gesundheitsvorsorge und wie toll das alles in Zukunft dann wäre, wenn wir bessere Forschungsergebnisse damit haben. Aber wem die dann zugutekommen, das ist schwer die Frage. Und ich kann mal von Ihrer Webseite einen Punkt zitieren von dem Healthcubator. Da steht, Moment, die datengestützte Analyse des Inputs ermöglicht zudem neue Formen der finanziellen Ressourcensteuerung und damit auch des Outputs, also der medizinischen Qualität und Effektivität. Das erleichtert zum Beispiel organisationsbezogene Ansätze wie Pay per Performance, bei dem die Qualität der medizinischen Behandlung stärker mit der Bezahlung gekoppelt wird. Also das ist doch klar, wo es dahin geht. Nein, jetzt rede ich. Also wir sollten uns klar machen, dass da Geschäftsmodelle hinterstecken und dass diese Geschäftsmodelle nicht zwangsläufig im Sinne der Patientinnen und Patienten sind. Und ich denke, wir sprechen heute, bitte? Ja, wie ich gerade sagte, es geht um Gewinn. Und das ist, ja, den Gewinn. Weil es möglicherweise darum geht, die Interessen der Krankenkasse zu erfüllen und wir das Solidarprinzip an dieser Stelle preisgeben, weil es dann nicht mehr darum geht, wenn ich mein Risiko nicht weiß, dann bin ich bereit, in eine Versicherung einzuzahlen und zu sagen, ja, wir sparen da was an und wir, wenn jemand krank wird, dann bekommt er etwas dafür. Je mehr diese Sache individualisiert wird und auf statistischen Berechnungen an dieser Stelle auf die Leute halt zugeschnitten wird, bekommen wir ein Gesundheitssystem, was sehr viel anders finanziert sein wird. Und ich bezweifle, dass das im Sinne von Gerechtigkeit und Solidarprinzip tatsächlich, also ob wir uns das heute schon vorgestellt haben. Genau, ich vielleicht ganz kurz zwei Publikums-Zwischenmeldungen. Ich habe hier ein Mikro, das ich Ihnen einfach mal kurz geben werde. Ich
glaube, Frau Tangens, dass da ein Missverständnis dahinter steht. Also jetzt bezahlen wir im Gesundheitswesen so ungefähr, wie wenn wir in der Autowerkstatt bezahlen würden, dass jemand eine Stunde am Auto schafft, es aber hinterher vielleicht trotzdem nicht mehr fährt. Ja? Nämlich nur Verrichtungen an Patientinnen und Patienten. Wir bezahlen aber nicht für Behandlungserfolg. Und da ist doch die Frage, was haben wir als Verbraucherinnen, als Nutzerinnen des Gesundheitswesens eigentlich davon? Wäre es nicht richtig, die Ressourcen, so wie Sie es vorgetragen haben, ja, was Ziel von Herskuberte ist, so zu steuern, ja, dass tatsächlich der Erfolg im Sinne der Patientinnen und Patienten auch als Anreiz dasteht, weil das Auswirkungen aufs Honorar der Behandelnden hat. Also ich sehe da nur Vorteile und das Geld, was ins Solidarsystem eingezahlt wird, würde auf diese Weise zielgerichteter verwendet und deswegen in the long run auch mehr ermöglichen und sozusagen länger halten. Ja. Darf ich dann? Ja, bitte. Dann müssen wir uns die andere Seite angucken. Wer will dann noch chronisch Kranke versichern? Weil da ist die Erfolgsaussicht einfach in dem... Ja, ich glaube, daran wird gerade auch gesägt. Und zwar genau durch solche Systeme. Okay, danke für die Zwischenmeldung. Ich möchte jetzt aufgreifen, was Frau Tangens eben erwähnt hat. Der Einzelne kann gar nicht mehr überblicken, welche Daten überhaupt gesammelt und erhoben werden über ihn. Was mich zur nächsten Frage bringt, 2025... Datenlieferanten versus Datenverwalter. Immer mehr persönliche Daten werden gespeichert, gesammelt und zu Profilen verdichtet, ohne dass die Betroffenen es kontrollieren können, ja oft sogar ohne ihr Wissen. Im digitalen Zeitalter sind Daten zu einem Wirtschaftsgut geworden. Wo werden wir in 10 Jahren stehen? Werden Menschen passive Datenlieferanten sein oder mündige Datenverwalter? Und da möchte ich vielleicht so ein bisschen in die Vergangenheit auch gucken bei diesem Punkt. Entwicklungsszenarien, Annahmen von vor 10 Jahren, was hat sich da bewahrheitet? Wo stehen wir jetzt gerade? Und Malte Spitz, haben Sie da ein paar Gedanken dazu? Ich glaube, es ist verdammt schwierig, eine Prognose zu wagen für 2025. Wenn man sich zurückschaut, 2005, um mal jetzt die 10 Jahre nach hinten zu gehen, 2005, glaube ich, war so gerade die Idee weit verbreitet, dass man mit seinem Smartphone auch ins Internet quasi gehen kann. Ja, da kam das iPhone, aber ich weiß doch, ich hatte noch so ein Nokia Communicator zum Aufklappen, schön mit Tastatur, den hatte ich glaube ich sogar schon 2002, aber er hat halt nicht funktioniert mit dem Internet, weil ich damals, selbst Edge war damals schon eher komfortables Surfen. Also ich glaube, wir haben gerade eine Geschwindigkeit von der Anwenderseite, also quasi so von der Anwendungsseite, wo man noch gar keine treffende Prognose abgeben kann. Ich glaube, was man gerade sieht, die letzten Jahre haben wir diesen ganzen Datentrieb sehr stark erstmal nur wahrgenommen im Hinblick auf personalisierte Werbung, weil das eine relativ einfache Fingerübung für Online-Advertiser war. Hatten halt Online-Firmen, die haben versucht, eine personalisierte Werbung auszuspielen und haben damit ihre Geschäftsumsätze explosionsartig in den letzten 10 Jahren hochgetrieben. Und wir spüren natürlich gerade jetzt auch, wie die Diskussion eben, dass mittlerweile ganz, ganz viele andere Wirtschaftsbereiche, wo es um ganz andere Umsätze geht, auch Blut lecken und mal ausprobieren wollen, ohne vielleicht schon konkret zu wissen, wo die Reise hingeht, was ist da quasi möglich. Und ich glaube, was wir in den nächsten 10 Jahren sehen werden, ist wirklich, dass in allen Bereichen unseres Alltagslebens damit ausprobiert wird. Das wird nicht mehr nur, wie gesagt, wie wir es vielleicht in den letzten Jahren gesehen haben, durch personalisierte Werbung vor allem wahrnehmbar sein, dieses Targeting und diese Zielgenauigkeit, sondern es wird in allen Bereichen sein. Es wird im Bereich des Verkehrs sein, es wird im Bereich der Gesundheit sein, es wird im Bereich der Arbeitsplatzumgebung sein, es wird im Bereich des Medienkonsums sein, es wird überall ausprobiert werden und ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, welche Branche als erstes umkippt oder als erstes so disruptiv aufgemischt wird. Aber ich glaube, das wird die Wahrnehmung sein der nächsten 10 Jahre. Ganz, ganz viel versuchen, ganz, ganz viel scheitern, ganz, ganz viel auch vielleicht Unfälle haben, wo Daten
hops gehen, Datenbanken vielleicht nicht so sicher sind, wie sie sicher sein sollten. Das, glaube ich, wird so die Phase sein der nächsten 10 Jahre und danach wird dann, glaube ich, erst so eine Konsolidierung eintreten, wo wir sehen werden, ob dieses Versprechen, zusätzliche Daten erzeugen wunderbare Zuwächse, funktioniert oder eher die These, die ich haben würde. Ich glaube, da setzt man aufs falsche Pferd. Man muss eher schauen, vielleicht weniger Daten und dafür zielgenauer zu gehen. Aber wie gesagt, das, glaube ich, wird man erst im Anschluss wissen. Was wären denn vielleicht an diese Frage angeknüpft, was ich jetzt gerne diskutieren möchte, was wären denn mögliche Strategien, damit Nutzer die Souveränität über ihre Daten behalten? Also da gibt es ja einige Schlagworte, Bezahlmodelle, Micropayments, MyData, Transparenz, mehr Medienkompetenz. Was wäre denn da eine Strategie, die man verfolgen sollte bis 2025 oder wo sollte man erstmal ansetzen? Ja, ich glaube, ich würde zumindest die These aufstellen und würde mich da gar nicht ausnehmen. Wir haben momentan den Überblick verloren. Und wo man einwilligt, da hat man nur noch sehr, sehr schwerlichen Einblick drin, was da konkret draus folgt. Und die Folgen, wenn dann ein Unternehmen aufgekauft wird, wenn dann doch die Daten noch an andere weitergehen, weil es in irgendeinem Halbsatz erwähnt war in den 70-seitigen AGBs. Also ich glaube, wenn man es ernst meint, dass man selbstbestimmt die Daten auch, sag ich mal, spenden darf. Also ich sag mal, ich finde es ja vollkommen in Ordnung, gerade weil sie es sagten, seltene Krankheiten, dass Leute sagen, okay, seltene Krankheiten ist für die Pharmaforschung total unattraktiv. Ich spende aber als Betroffener Daten, um die Forschung daran kostengünstiger zu machen. Wenn man das überblickt, was man da spendet an Daten und dann vielleicht auch abwägt, in dieser Abwägung sagen, es ist mir doch scheißegal, ich will nur irgendwie Hilfe bekommen. Okay. Aber ich glaube, diese Abwägung, diesen Überblick haben heutzutage sehr, sehr wenig Menschen. Zum einen, weil sie nicht wissen, was noch kommt. Gut, das weiß überhaupt niemand, logisch. Weil man darauf vertraut, dass die Institutionen so gegeben sind, wie sie sind, dass wir weiterhin eine gesetzliche Krankenversicherung haben, wo jeder nach dem Solidarprinzip drin ist oder auch nicht. Das ist jetzt ja auch nicht Gott gegeben. Wir hatten vor 7 Jahren noch einen Wahlkampf, wo das abgeschafft werden sollte. Also das ist, glaube ich, diese Einschätzung, diese Befähigung der Selbstbestimmung ist, glaube ich, ein zentraler Punkt. Und ich glaube, da wäre nur das Schlagwort Medienkompetenz zu kurz gegriffen. Ich glaube, dass man da in bestimmten Bereichen für bestimmte Personengruppen auch wirklich Unterstützungsmaßnahmen braucht, die weitergehen als nur hast du ein Aufklärungsfilmchen dazu. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir zukünftig Geschäftsmodelle haben, dass Digitalcourage sagt, für 20 Euro im Jahr halten wir deinen Datenschatten, der in den Datenbanken herumwabert, so klein wie möglich. Und andere sagen, ich habe folgende Parameter, die ich streuen will. So, also ich glaube, das könnte noch spannend werden. Genau, was ist da der Blick, Frau Demel, von Unternehmen drauf oder welche Rolle spielen die in der Entwicklung? Ist es wirklich im Sinn von Unternehmen, dass Menschen passive Datenlieferanten bleiben oder macht es nicht viel mehr Sinn, sie zu mündigen Datenverwaltern zu machen, sodass auch das Interesse, relativ gute Daten zu erheben beziehungsweise eine gute Datenqualität dann auch zu teilen mit Unternehmen, auch auf Seite der Nutzer vorhanden ist, indem man zum Beispiel Incentives wie Micropayments bietet? Also klar haben Unternehmen Interesse daran, dass die Leute ihnen auch weiterhin ihre Daten geben. Dafür müssen sie, glaube ich, auch noch besser als bisher schaffen, zu erklären, was sie tun. Ne? Und da braucht es eine gewisse Transparenz. Ich habe aber, also den schwierigeren Punkt finde ich, der Einzelne, wenn wir sagen, man hat jetzt schon nicht mehr den Überblick und ehrlich gesagt hat man auch keine Lust, sich die ganze Zeit damit zu befassen, was passiert bei welchem Dienst, wenn ich weiß nicht, wie viele 100 man nutzt, jeweils mit den Daten. Also ein Stück weit ist es sicherlich, dass unser digitales Verständnis insgesamt auch noch ein bisschen hinterherhinkt, hinter der Entwicklung, was wir alles schon nutzen.
Ich glaube, das muss so ein Zusammenspiel sein. Ich glaube, nachhaltiges Wirtschaften mit diesen Daten und auch eine Bereitschaft, weiterhin der Leute auch ihre Daten zu geben, muss so ein fairer Umgang sein. Also, wie wir den gestalten, sicherlich kann es da hilfreich sein, wenn es Tools oder Dienstleister gibt, denen man irgendwelche Trust-Stellen vielleicht auch bestimmte Dezentralisierungs- oder Anonymisierungsservices für bestimmte Sachen, denen man jetzt als Einzelner eher vertraut vielleicht als dem Staat oder einem Riesenunternehmen, die da zwischengeschaltet werden. Ich finde es schwierig, dieses sich von der Monetarisierung, also ich habe noch kein Modell gefunden, von dem ich glaube, dass es einwandfrei funktioniert und auch fair ist irgendwie und gleichzeitig handhabbar. Da wird sich vielleicht noch was entwickeln. Ich glaube, da sind wir aber noch relativ so in den theoretischen Anfängen momentan. Also ich finde es auch schwierig, diese ganze Debatte, wem gehören die Daten? Ja, es ist relativ klar, dass durch das Persönlichkeitsrecht der Einzelne da was zu sagen haben muss, was mit seinen Daten passiert. Aber es ist dann schon wieder schwierig, wenn man sagt, okay, wem gehört jetzt der Wert, der wirtschaftliche Wert dieser Daten? Wer hat den überhaupt erzeugt, wenn da mehrere beteiligt waren an der Erstellung einer Datenbank oder an der Auswertung und Erzeugung von Daten? Da finde ich irgendwie, da ist auch noch zu wenig bekannt drüber. Sollten die nicht allgemeingut sein eigentlich und wie stark darf ich dann den Einzelnen in seiner Verfügungsgewalt beschränken und inwieweit darf ich aber vielleicht auch als Einzelner halt sagen, nee, das stelle ich der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung. Also da, das finde ich im Moment noch, es entwickelt sich. Ich glaube, wir müssen einfach dem Ganzen auch die Chance geben, da neue Modelle zu entwickeln. Also man darf nicht von vornherein sagen, wir verbieten. Also ich fand das einen sehr guten Ansatz zu sagen, lasst uns doch vielleicht auch mal neue Wege versuchen und da ist halt aus meiner Sicht nicht zu sagen, das geht ganz generell nicht, sondern man muss halt vielleicht mal in bestimmten Kontexten sagen, okay, dann probiert es mal aus und man wird vielleicht auch die eine oder andere Fehlentwicklung oder wo man merkt, da ist ein Missbrauchsrisiko, das sehe ich im Übrigen vor allem, dass man irgendwelche, dass es die Gefahr der möglicherweise Diskriminierung Einzelner gibt, der man entgegenwirken muss, dieses Solidarprinzip. Da müssen wir drüber diskutieren. Und das ist, glaube ich, der Einzelne die größte Gefahr. Also der Individualismus der Leute wird da größer, die größere Gefahr sein, glaube ich, als die Profitgier der Unternehmen tatsächlich. Also so vom Ansatz. Aber da wird, glaube ich, ist noch viel im Fluss momentan. Und es bleibt spannend. Frau Tangens, was muss Ihrer Meinung nach passieren, damit Menschen zu mündigen Datenverwaltern werden? Ich glaube, dass wir die technischen Möglichkeiten dafür brauchen. Wir brauchen halt auch in der Technik verankertes Privacy by Design. Und bei Smartphones zum Beispiel ist es für uns nicht zu überblicken, welche App was tatsächlich tut. Also selbst wenn man sich die Permissions anschaut. Und die Sensoren, die mit so einem Smartphone verbunden sind, die können jetzt schon jede Menge. Und wenn ich eine App drauf habe, die diese Daten weiterleitet und die dann analysiert werden, dann kann man daraus verdammt viel feststellen. Also Professor Markowitz aus Bonn hat das mal getestet. Also es gibt die Möglichkeit, einfach aus den Erkenntnissen, die ich eben von dem Smartphone bekommen kann, zu schließen, ob jemand gerade eine Depression entwickelt. Das geht ganz einfach darüber, über GPS-Auswertung, bewegt sich diese Person noch viel, schreibt sie eher negative Begriffe in ihren Nachrichten, einfach dann auch vom Zählen her, Quantität der Nachrichten, die lässt nach, also jemand zieht sich halt nach zu Hause zurück und möglicherweise weiß die Person das selber noch nicht, aber die Firma, der diese App gehört, die das abgreift, diese Daten, die weiß es schon. Genauso ein beginnender Parkinson, also so ein leichter Tremor, der lässt sich von dem Bewegungssensor, von dem Smartphone ziemlich gut feststellen. Und wenn wir das weiterdenken und diese Daten weitergeleitet werden, was ja bei anderen auch ist, ihr kennt alle das bekannte Beispiel von der Taschenlampen-App, die dann aber auch Zugriff auf meine Kontakte haben möchte und ich weiß nicht was noch alles, was eine Taschenlampe nun wirklich nicht braucht. Von daher, wir können nicht wissen, was da passiert. Was wir also brauchen, ist Gerätehoheit. Das heißt, die Teile, die uns gehören, die müssen das tun, was wir wollen. Und wir müssen Kontrolle darüber wiedererlangen.
die dürfen uns nicht verpetzen, die dürfen nicht Dinge tun hinter unserem Rücken, die wir nicht wollen. Und wir können uns auch mit einer App, die bisher okay war, nicht sicher fühlen, weil auch App-Programmierer natürlich sich freuen, wenn sie Geld bekommen. Und es gibt etliche Berichte darüber, dass Apps dann aufgekauft werden und die Daten, die damit halt gesammelt werden, dann in andere Kanäle gelangen. Und als Beispiel, was mit so Daten passieren kann, wenn sie in andere Hände geraten, es geht ja nicht nur um die Versicherung jetzt, um die Krankenversicherung, sondern wenn jetzt Kenntnis über eine, sagen wir, über eine schwere Krankheit da ist, ist das möglicherweise auch für einen Immobilienaufkäufer interessant, wenn er weiß, dass jemand in einer Notlage ist und das Haus dringend verkaufen möchte. Also auch solche Sachen sind denkbar und wir können nicht wissen, was mit den Daten passiert. Und wenn wir uns anschauen, wie gut ausgestattet, wie schlecht ausgestattet unsere Datenschutzaufsichtsbehörden sind, dann habe ich einfach kein Vertrauen darin, dass die das wirksam kontrollieren und prüfen können. Und sie haben auch nicht die Sanktionsmöglichkeiten. Es wird welche geben durch die Europäische Datenschutzgrundverordnung, wenn sie, je nachdem, wie weit sie halt noch behindert werden wird bis Ende des Jahres, wenn sie hoffentlich beschlossen wird. Also wir können das einfach nicht wissen und wir bräuchten eigentlich bei der steigenden Digitalisierung, ne, mit dieser wunderbaren Kurve, bräuchten wir eigentlich eine ebenso große Personalentwicklung bei den entsprechenden Aufsichtsbehörden, denn bei dem gewachsenen Datenschutzbewusstsein in der Bevölkerung sind die mittlerweile vorwiegend damit beschäftigt, Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern zu beantworten, die ihnen Hinweise geben und fragen, ist das denn in Ordnung? Und wenn dann bei einer Datenschutzbehörde nur noch 1, 2 oder 3 Leute überhaupt unangemeldete Prüfungen machen können bei einer Firma, dann hat das keinerlei Abschreckungspotenzial mehr. Das heißt, Firmen werden im Zweifelsfall es drauf ankommen lassen. Und wenn dann mal irgendwie ein Du-Du-Du kommt, dann zahlen sie das Bußgeld auch aus der Portokasse. Genau, das ist ein sehr breites Thema. Mir war auch klar, dass 45 Minuten echt knapp wird. Wir könnten noch viel länger diskutieren. Ich würde jetzt Herrn Langkauf Ihnen noch die Möglichkeit geben, darauf Bezug zu nehmen, ganz kurz, und dann noch mal 10 Minuten für Publikumsfragen zu haben. Ich finde das ein sehr gutes Beispiel, was Sie nennen, mit dem sogenannten Tracking von Personaldaten und dem Missbrauchspotenzial, das uns allen ja total klar ist. Aber jetzt sage ich Ihnen genau etwas anderes. Wir sprechen gerade mit 2 Firmen, die genau das machen, und sagen, liebe Patienten, wenn ihr wollt, können wir euch diese Informationen zur Verfügung stellen. Warum ist das so? 95% der Menschen, die sich in eine Psychiatrie einweisen, die in eine Psychiatrie kommen, weisen sich selber ein. Die sind in einer Situation und sagen, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt in die Psychiatrie. Das heißt, es gibt Menschen, die sagen, ich brauche Unterstützung, die mir vorzeitig zeigt, ich entgleise irgendwo hin. Und wenn meine Personendaten darüber mir helfen, dann möchte ich so ein Tool nutzen. Jetzt können Sie sagen, Sie würden es nicht nutzen, aber es gibt Menschen, und jetzt ist ja die Frage, findet sich eine Möglichkeit, dass man sowas sicher und fair benutzt, dass Menschen sagen, so etwas ist für mich wie ein kleines diagnostisches Instrument, was ich mittrage. Wenn ich selbst bestimmen kann, bin ich absolut Ihrer Meinung. Deswegen sage ich ja genau an diesem Beispiel, was Sie sagen, sind genau diese beiden Potenziale angelegt. Die Rahmenbedingungen dafür, dass sie sicher im Guten landen, die haben wir im Moment nicht. Da gebe ich Ihnen auch recht. Aber wir haben die Chance, auch diese gute Option zu sagen und nicht zu sagen, sowas darf auf keinen Fall sein. Denn, um noch kurz auf Ihre Anschuldigung da ein Wort sagen zu dürfen, im Sachverständigenrat Gesundheit als ein Gremium der Bundesregierung, kein rechtsneoliberaler Think Tank, alles Professoren, keiner aus der Industrie steht. In Deutschland haben wir im Gesundheitssystem eine Über-, Unter- und Fehlversorgung. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir müssen im Gesundheitssystem über Geld reden. Es ist nicht unethisch, über Geld zu reden. Es ist unethisch, nicht über Geld zu reden. Weil Geld können wir nur einmal ausgeben. Gesundheitssystem ist ja nicht irgendetwas. Wir müssen uns überlegen, wofür wollen wir Geld ausgeben. Und deswegen Pay-per-Performance, das ist ein schlechter Begriff vielleicht im Deutschen, weil das so ein bisschen nach klingt. Das geht im Endeffekt darum, wie kann man Qualitätsindikatoren mit in eine Inzentivierung, in eine Bezahlung mit einfügen? Das kann sein, da gibt es Leute, die sich damit beschäftigen, dass sogar Qualitätsindikatoren von Patienten mit einfließen. Der Patient sagt, ich finde das gut, ich fühle mich dabei gut. Es kann ja auch ein Per-Performance-Indikator sein. Deswegen war das vielleicht ein ganz klein wenig missverständlich, aber latent auch so ein bisschen böswillig interpretiert. Ein letzter Punkt möchte ich sagen, weil wir noch einmal nach vorne schauen wollen.
Ich könnte jetzt sagen, 2005, 2015, was hat sich denn im Gesundheitssystem getan? Wissen Sie was? Nichts. Achtung, im B2B-Bereich nichts. Krankenhäuser, Krankenkassen. Wir beraten ja zum Teil, ich habe das, mache das hauptberuflich. Ja, hat sich ein bisschen was geändert. Was hat sich denn geändert? Der digitale Patient kommt. Das ist der zentrale Treiber im Moment im Gesundheitssystem. Der Patient wird digital. Er informiert sich und der Arzt beschwert sich. Ja, der weiß so viel. Der sagt, hey, ich hätte gerne mal meine Daten, weil ich eine Zweitmeinung über ein Zweitmeinungsportal haben möchte. Ja, wie, das geht gar nicht? Das kann doch nicht sein. Es gibt ganz viele Szenarien, deswegen der zentrale Treiber für uns wird der digitale Patient sein. Der ist teilweise noch ein bisschen unmündig, aber wir sind ja alle digitale Patienten. So gesehen, so doof sind die Patienten immer gar nicht. Ja, es gibt auch den Opa Siegfried mit 97, der wird nicht mehr zum digitalen Patienten, den wird es auch geben. Aber der entscheidende Treiber, glaube ich, und das wird spannend sein, die nächsten 10 Jahre wird, was passiert, wenn der Patient jetzt digital wird? Was kommt dort? Dass eine Krankenkasse, ein Krankenhaus oder auch unsere viel zitierte und gelobte elektronische Gesundheitskarte, die vor 10 Jahren auch schon angekündigt und fertig war, der zentrale Treiber wird, glaube ich nicht, sondern es wird über digitale neue Anforderungen auch im Gesundheitsbereich auch neue Geschäftsmodelle und neue Lösungen geben. Dankeschön. Die erste Publikumsfrage, wir haben noch 10 Minuten Zeit dafür. Also ganz kurz nochmal nachgefragt, Sie empfehlen sozusagen, dass zukünftig mein Smartphone mich einweist? Nein, also war jetzt ein bisschen provokant, aber doch, zugespitzt sozusagen. Ja. Und mein Ideal wäre eigentlich vielmehr, dass die Technologie noch mehr Kontakt zwischen mir und einer Ärztin, einem Arzt etc. ermöglicht direkt, weil wir wissen ja auch aus Studien, der Heilungsprozess beginnt ja schon im menschlichen Kontakt, je nachdem, ob mir mein Arzt zuhört, wie er mir zugewandt ist, wie lange ich warten muss, etc. So da wünsche ich mir, und ich wünsche mir sozusagen nicht zukünftig noch mehr Technologien, die dazwischen geschaltet ist, aber ich glaube, das ist ja der feuchte Traum einer jeden Technologiebude heutzutage, am besten die Daten umsonst zu bekommen, jeder kapitalistische feuchte Traum, am besten die Daten umsonst zu bekommen, um dann so viel Profit wie möglich rauszuholen. Und da würde ich sagen, da sind wir auf dem falschen Weg, weil das ist eben genau die Ausbeutung, die ohnehin schon stattfindet. Die Frage ist eher, wie man das eingrenzt. Also wie kriege ich ein Mehr an menschlicher Kommunikation und Interaktion mit Hilfe von Technologie und nicht stattdessen hin? Statement, aber auch vielleicht ein bisschen Frage. Ich finde es eine gute Anregung für nächstes Jahr, wo man dann das Kommunikationspanel mit dem Datenpanel zusammenbringen muss. Gibt es noch weitere Fragen? Leider auch nicht wirklich eine Frage, sondern einfach einen Kommentar, weil ich glaube, man muss auch mal eine andere Perspektive damit reinbringen. Zu behaupten, dass Konkurrenz dieses Gebiet besser machen wird für die Patienten, ist eine Sichtweise, es ist aber nicht bestätigt. Und ich finde, wenn man sich beispielsweise die Pharmaindustrie anguckt, muss man sich auch klar machen, mehr Kollaboration statt Konkurrenz könnte vielleicht auch besser für die Patienten sein. Und zum anderen muss man sich halt auch vor Augen halten, wenn man wirklich das durch verwirtschaftlichen will, dann hat man einen, es geht immer um Effizienzsteigerung. Krankenhaus ist ein Unternehmen, ein Arzt muss sich unternehmerisch verhalten und Effizienzsteigerung kann in verschiedene Richtungen gehen. Das kann heißen, dass ein Arzt mehr Zeit pro Patient hat. Es kann auch heißen, dass ein Arzt mehr Patienten pro Zeiteinheit haben muss. Und ich würde noch mal anregen, ich glaube zu sagen, Effizienzsteigerung, diese Veränderung der verschiedenen Gebiete wird notwendigerweise im Interesse von mir als Patientin sein, ist eine Perspektive und keine Wahrheit. Und ich glaube, dann müssen wir eher nochmal nachdenken, ja, wir können das alles effektiver machen, wir können das alles wirtschaftlicher machen, wir können das alles besser und schneller und produktiver machen, aber in welche Richtung? Und ich glaube, das ist die Diskussion, die wir noch führen müssen. Hier gibt es eine weitere Wortmeldung? Oder? Ja, bitte gerne darauf reagieren und Bezug nehmen. Ja, also ich glaube, das ist absolut richtig, aber jemand, der ökonomisch denken kann, weiß, wir sind im Gesundheitsbereich in einem Qualitätswettbewerb. Sie gehen doch nicht zum Arzt, weil er billig ist, sondern weil er gut ist. Deswegen muss ich ein Qualitätsversprechen und meine Qualität darstellen. Was private Krankenhäuser gemacht haben in den letzten 10 Jahren, ist nicht, die sind billig, sondern die haben sehr massiv Qualitätsinitiativen intern wie extern und transparent vorangetrieben, weil sie wussten, ihr Erfolg hängt von ihrer Qualität ab. Sie gehen dorthin, weil sie gut sind, nicht weil sie billig sind. Es gab einen Versuch in Deutschland von McDent. McDent, wie der Name schon sagt, ein billiger Zahnarzt. Gehen Sie dorthin? Nein.
Weil sie zum Zahnarzt gehen, wenn er gut ist, weil es geht um ihre Zähne. Es gibt immer Leute vielleicht, die haben die Wahlmöglichkeit nicht. Da müssen wir politisch dagegen steuern, dass das nicht sozusagen darüber studiert. Aber es ist ja nicht so, dass die böse, böse Ökonomie und der Kapitalismus nur glaubt, mit den Startups die Menschen auszuwringen und das Geld herauszuholen, sondern es geht darum zu verstehen, warum entscheiden sie sich für ein Krankenhaus, für eine Krankenkasse, und da spielt Qualität, und das ist wirklich gut bewiesen und auch richtig, ein ganz entscheidender Faktor, und nicht jetzt ist sie die billigste. Das fragen Sie sich selbst. Ganz kurz zu der Entscheidung für eine Krankenkasse. Da spielt mittlerweile eine Rolle, wie viel zusätzliche Sachen da angeboten werden. Also Leute finden es dann toll, wenn es da Babyschwimmen gibt oder vielleicht naturheilkundliche Behandlungen bezahlt werden. Ne, das macht sich gut. Aber möglicherweise sind das dann eben die Punkte, die Leute zu der Krankenkasse bringen und nicht die Qualität, zum Beispiel dafür zu sorgen, dass bestimmte Augenuntersuchungen, die total sinnvoll wären, um Sachen früh zu erkennen, dass die zu einer Kassenleistung erklärt werden. Also es geht nicht immer um Qualität, sondern es geht dann um Darstellung, was jetzt halt besonders verlockend sein würde. Genau, wir haben noch eine letzte Meldung. Fangen wir mal bei dem letzten an. Über das Gesundheitswesen reden immer alle und haben keine Ahnung darüber. Es gibt keinen Wettbewerb unter Krankenkassen, weil es überhaupt keinen Spielraum für Wettbewerb gibt, sondern nur solche Alibi-Veranstaltungen. Du kannst nur irgendwas machen, was schön aussieht, weil alle anderen faktisch entscheidenden Regelungen sind nämlich gesetzlich festgeschrieben. Das heißt, die Politik zwingt die Krankenkassen zu albernen Geschichten und zum Risikopicking. So, darüber diskutiert aber politisch niemand. Und so geht es dann weiter, dass es zu viele Hüftgelenke gibt, weil die Politik so tut, als wenn sie gerechte Rahmenbedingungen schafft. In Wirklichkeit findet der Wettbewerb woanders statt und die Hüftgelenke operieren zur Not auch die städtischen Krankenhäuser, die einfach ihr Geld ranschaffen wollen. Da findet Wettbewerb statt, nur nicht zum Nutzen des Patienten und nicht zum Nutzen des Systems. So, nochmal die andere generelle Frage. Was mich an dieser Diskussion ärgert, ist, dass, wie so Äußerungen da hinten, man sich hinstellt und sagt, das böse Profitinteresse. Auch in grünen Kreisen sollte man sich doch einmal eine Haltung angewöhnen, dass man sagt, okay, es geht um die Abwägung von Interessen. Unternehmen müssen Profit machen, damit sie Rücklagen wollen. Und dann gibt es Unternehmen, die, was weiß ich, aus Rahmenbedingungen, weil es global sind und keine globale Regulierung gibt, so viel Gewinne schaffen, die nicht zum Nutzen des Ganzen sind. Das muss man abwägen und dieser Abwägungsprozess, der muss stattfinden. Und das ist das Thema der politischen Debatte und nicht, wie man politisch gegen Unternehmen heile Welt schafft. Das funktioniert man nicht. Ich will das nur an einem Beispiel weitermachen, dem Datenschutz, Datenschutzgrundverordnung. So sehr ich Jan Philipps Arbeit für die Datenschutzgrundverordnung gut finde und richtig, aber eigentlich muss man doch politisch immer nachdenken, wenn sich die Welt so ändert, wie sie sich ändert und die Daten entstehen und wir massenhaft Daten haben, ob nicht tatsächlich man hinschauen muss und anfangen muss, Begriffe zu differenzieren, den technischen Prozess sich anzuschauen, damit wir zu einer differenzierteren Wahrnehmung dessen, was Daten, persönliche Daten und Nutzung von Daten ist, damit wir zum handhabbaren Konzept sind. So läuft man mit der Monstranz von gestern rum und geht morgen unter, ganz sicher. Vielen Dank. Datenschutzgrundverordnung, wir sind leider am Ende des Panels angekommen. Es war auch noch eine Frage hier auf meinen Zetteln, muss aber leider im Get-Together ein Stockwerk tiefer diskutiert werden. Gerne auch alles andere rund um Smart Data 2025. Eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Und ich bin gespannt, wenn man sich in 10 Jahren das Panel nochmal anguckt, was sich da alles bewahrheitet hat, welche Befürchtungen eingetreten sind und wie viele Dinge es dann doch gab, an die wir jetzt noch gar nicht dachten. Vielen Dank an die Panel-Teilnehmer, vielen Dank ans Zuhören. Weiter unten, ein Stockwerk tiefer, findet jetzt eine Kaffeepause, ein Get-Together statt. Schönen Nachmittag und ja, viel Vergnügen. Applaus